Willkommen auf der goldenen Insel Kirk. Was redest du da? Was für eine goldene Insel? Naja, schon die alten Römer nannten diese Insel golden, wegen der Natur und des Klimas, wegen der fleißigen Leute. Diese Insel wird ja nicht umsonst von tausenden deutschen Touristen besucht. Ja gut, ich hoffe, dass du mir in einem Spaziergang beweisen kannst. Das ist eine wundervolle Stadt. Hast du den Beweis in Stein gemeißelt? Was steht denn da? Wer hat das überhaupt gemeißelt? Bist du ungeduldig? Das ist Lateinisch. Splendidissima civitas corrictarum. Das bedeutet die prächtige Stadt Kirk. Diese Römer haben ihre Stadt sehr gemocht. Das ist ein toller Werbespruch. Die alten Römer lebten hier von mehr als 2000 Jahren. Sie haben hier die alten Illyrien gefunden und die Stadt erobert. Die Stadt hat Cardo und Decumanus, die zwei Hauptstraßen? Natürlich. Und das Forum? Wir sind gerade da. Heute nennen wir es Vela Plaza. Dann müssen hier auch römische Themen sein. Langsam, das hatten wir auch. Das war hier in der Nähe. Schaut ihr dieses Mosaik an? Früher war hier ein Schwimmbad. Okay, und? Ist das alles? Wenn wir schon hier sind, trinken wir was im Café Volsonis. Da gibt es Reste der Antike. Ich kann kaum erwarten. Au, was ist das? Ein Paddel. Was für ein Paddel? Das ist riesig. Das ist die Replik eines Paddels aus dem 16. Jahrhundert. Es kommt von unserem Schiff her, das im Kampf gegen das Osmanische Reich in Griechenland teilgenommen hat. Wirklich? Und habt ihr gewonnen? Ja, das war ein großartiger Sieg. Unser Schiff gehörte zur Flotte der Republik Venedig. Und der Kapitän kam aus Kirk. Er hieß Ludovico Cicuta. Danach wurde er berühmt. Ich möchte auch gerne berühmt sein. Gehen wir zurück zur Antike. Das sind die antiken Stadtmauer. Das sind nur Steine. Na gut, vielleicht interessiert dich das. Was für ein Tisch ist das? Das ist ja der Opfertisch von Venus. Siehst du das nicht? Und wer ist Venus? Die römische Liebesgöttin. Und wer wir schon bei Venus sind? Ja? Nein, ich bin nicht in dich verliebt. Gehen wir zum Venustempel. Kirk hat einen Tempel. Dann gab es hier sicherlich ein Amphitheater. Dafür musst du nach Pula fahren. Das ist jetzt zu, aber hier drinnen ist der Venustempel. Ich zeige dir noch etwas aus der Antike. Das ist Camplin. Hier war der römische Truppenübungsplatz. Und im Mittelalter haben hier Ritterturniere stattgefunden. Das klingt schon interessant. Fahren wir jetzt mit unserer Zeitmaschine ins Mittelalter. Du bist unmöglich. Was für eine Zeitmaschine? Was redest du denn da? Unsere Stadt ist wie eine Zeitmaschine. Bei jedem Schritt kannst du Spuren der Vergangenheit finden. Du bist wirklich eine Geschichte-Fan. Ich will mich nicht prallen, aber meine Geschichtslehrerin sagt, dass ich richtige Expertin bin. Also, du hast nur eins? Ja, neulich habe ich an einem Projekt über die Frankopaner gearbeitet. Wer ist denn das? Mensch, du hast wirklich nicht in der Schule gelernt. Okay, Schlaukopf, erzähl weiter. Die Frankopaner sind eine bekannte kroatische adelige Familie, die 400 Jahre auf Kirk regiert hat. Ich brauche Beweise. Erstens, hier ist das Kastell. Kann man hinein? Ja, gehen wir. Schau mal die Mode aus jener Zeit. Und was ist das? Das ist der Familienstammbaum. Christoph Frankopan
Heißt nicht so deine Schule? Ja, aber er kam nicht aus Kirk. Warte mal, ich erinnere mich daran. Er hat in der Verschwörung gegen den österreichischen Kaiser teilgenommen. Es war wie in einem Actionfilm. Machen wir Spaziergang auf den Mauern. Ist die Aussicht nicht schön? Wunderschön. Und wozu hat das Kastell gedient? Zur Verteidigung vor Feinden. Siehst du, hier ist die Waffenkammer. Oh, Waffen. Du denkst immer an Actionfilme. Sei nicht so kindisch. Und was findet heute hier statt? Konzerte, Theaterspiele, Ritterturniere, aber nur im Sommer. Gehen wir weiter. Was für ein Wappen ist das? Er sieht wie ein Löwe mit Flügeln aus. Was hat er da? Richtig, das ist ein Löwe mit Flügeln. Er hält ein Buch in die Pfoten. Solche Wappen kannst du in Venedig sehen. Was hat Venedig damit zu tun? Venezianer haben lange die Insel regiert, bevor Napoleon zur Macht gelangte. Napoleon hat auch diese Insel regiert? Ja, und die Habsburger auch. Du bist wie Wikipedia. Natürlich, ich weiß alles über unsere Stadtgeschichte. Und wo gehen wir jetzt hin? Komm, du wirst es gleich sehen. Ich zeige dir den Frangopana-Palast. Den Palast? Das hört sich majestätisch an. So, das ist Ihr Palast. Warte, das ist ein Witz. Das sind nur Gestein. Das gibt es kein Marmor. Es sieht überhaupt nicht majestätisch aus. Wir sind ja noch immer Bodoli. Was sind Bodoli? Bodoli sind die Leute, die auf der Insel leben. Aber viele sagen, dass sie geizig sind. Daher ist ja auch dieser Palast bescheiden. Aha, Geizhals! Aber sie sind nicht geizig, sondern nur sparsam. Das Land hier ist nicht fruchtbar. Deswegen musste man sparsam sein. Und wie waren die Frankopaner? Sie haben viel auf der Insel gebaut. Sie haben viel für die Wirtschaft und Kultur gemacht. Sie haben unsere Schrift Glagolica geschützt. Das kenne ich. Die alte slawische Schrift. Die Tafel von Baschke ist in Glagolica geschrieben, nicht wahr? Ja. Und jetzt habe ich ein Rätsel für dich. Ich kann kaum erwarten. Wir sind jetzt auf der Küste. Hier musst du das glagolitische Buchstabe K finden. Und wo soll ich suchen? Sieh dich um. Es gibt ein paar Buchstaben. Was für eine Aufgabe. Ich habe keine Ahnung. Ich helfe dir. Sie leuchten in der Nacht. Warte mal. Das sind vielleicht diese Lampen hier? Ja, sehr gut. Der Grünings unserer Schule hat auch die Form des Buchstaben K. Du bekommst eine Belohnung. Hurra, Belohnung! Jetzt folgen wir der süßen Spuren der Vergangenheit. Du probierst jetzt die beste Torte auf der Insel, die Fürstin von Kirk. Lecker! Die Torte wurde vor der Hochzeit von Nikola Frankopan und Dorothea Blagdanska zum ersten Mal gemacht. Sie schmeckt wunderbar. Klingt super. Lass mich kosten. Lecker. Jetzt gefallen mir schon besser eure Frankopane. Und jetzt müssen wir die Kalorien verbrennen. Magst du tanzen? Nicht wirklich. Ich könnte dir unseren Tanz Povero Checco beibringen. Sorry, Rock ist mir lieber. Das ist nicht mein Ding. Sieh mal das hier. Das war die Wäscherei, bevor es Waschmaschinen gab. Die Frauen haben hier die Wäsche gewaschen. Der Hafen
Dafür voll von Segelschiffen und später Dampfschiffen. Wie ich sehe, heute sind hier Fischerschiffe und Schiffe zur Panorama-Rundfahrt. Sonne strane, sotto venta, zelena pocine. Du musst noch unseren Dom sehen. Kirk ist der Bischofssitz. Meine Beine tun weh. Hier wirst du verschiedene Baustile sehen. Antike, Romanik, Gotik und Barock. Noch eine Spur aus der Frankopaner-Zeit ist die gotische Kapelle. Was für Wappen sind das? Das sind die Wappen der Frankopaner-Familie. Das erste Wappen der Frankopaner hat den sechseckigen Stern. Auf dem zweiten sind zwei Löwen, die das Brot brechen. Der Name Frankopan bedeutet das Brot brechen. Der Legende nach waren sie sehr karitativ und haben Brot an die Armen verteilt. Reden wir noch ein bisschen über die Spezialitäten. Die Fürstin von Kirk war wunderbar. Wir essen gern Schurlitze. Das ist eine Art von Teigwaren. Das musst du unbedingt probieren. Ich lade dich später zum Essen ein. Toll. Und jetzt erzähl mal von dem heutigen Kirk. Also, die Stadt ist heute das Zentrum der Insel. Es hat etwa 5000 Einwohner. Hier haben wir verschiedene Institutionen und Unternehmen. Hier ist der Bischofssitz. Wir haben hier die Grundschule, Fran Christo Frankopan, der Kindergarten, Katharina Frankopan und die Mittelschule, Kroatischen König Zvonimir. Nur coole Leute. Und was machen die Einwohner von Kirk? Am meisten beschäftigen sie sich mit dem Tourismus. Wir haben hier ein paar Hotels, zwei Campingplätze, viele Ferienwohnungen, Restaurants und Cafés. Im Sommer kommen viele Touristen. Ich hoffe, dass es lebendiger ist als jetzt. Ach, klage nicht ständig. Ich gebe zu, im Sommer ist es lebendiger als im Winter. Es ist immer etwas los. Du musst zum Fest Lovrečeva kommen. Und wann ist das? Im August. Das ist ein Fest. Es ist sehr interessant. Dann gibt es gute Konzerte, Ausstellungen, das Bogenschießenturnier, die Schlacht auf dem Meer, gutes Essen und am Ende Feuerwerk. Du kannst viel Spaß haben. Okay, okay, du hast mich überredet. Wir sehen uns wieder im August. Also, bis bald. Tschüss. Tschüss. Krčka ljeta.